Noch Anfang August war der Scharreler Damm zwischen der neuen K318 in Scharrel und der Oldenburger Straße Kamperfehn gesperrt. Unter anderem wurde der neue Radweg in Asphalt gegossen und Anpassungsarbeiten der Fahrbahn ausgeführt. Nun ist der Radweg fertig und die Arbeit fast abgeschlossen. Das bestätigte am Dienstag Frank Bäumker, Pressesprecher des Landkreises Cloppenburg. Derzeit ständen nur noch kleinere Restarbeiten in diesem Bereich an. Das Teilstück der neuen K318 vom Kreisel bis zur Hauptstraße muss noch fertiggestellt werden.